Ja, willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 und ich habe gesagt, wir werden jetzt jagen und dann machen wir jetzt das nämlich auch gerade. Ich möchte nämlich endlich mal das ganze Zeug hier voll haben. Beziehungsweise erstmal den Rucksack und dann alles weitere. Wir gucken einfach mal, wie wir zurechtkommen. Ich habe auf jeden Fall genug Munition mit. Ich habe auch einen Granatwerfer, falls wir den brauchen. Dürfte eigentlich funktionieren. Und so machen wir jetzt nicht. Vielleicht können wir hier was gebrauchen später noch. Danke. Einfach mal alles mitnehmen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob wir das gelbe Zeugs haben. Also hier solche Wildsachen, die wir brauchen. Damit das Wild gerade die Hirsche nicht abhauen. Es ist nämlich ziemlich ärgerlich, wie ihr schon bei einem Part vorher mitgekriegt habt, wenn die ganzen Mistviecher abhauen. So. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Ich habe jetzt genug von dem Zeug gesammelt. Und hier müssten doch schon die ersten Tapir sein. Oder? Ha. Oder auch nicht. Verdammt. Oder Büffel? Was suche ich denn jetzt zuerst? Ich suche die Büffel, gell? Yep. Büffel suche ich. Müssten die doch... Ja, da unten sind sie. Sehr gut. Probiere ich mal was. Ist zwar nicht die feine englische Art. Aber, naja. Wie war das mit Kanonen auf Spatzen schießen? So ähnlich halt, ne? Ich bedanke mich. Komm, nein. Wo sind die hin? Da hinten ist einer. Aber den, ich nehme mir den da oben. So. Ach, scheiß drauf. Machen wir hier. Nee, hier mit. Komm. Sag mal. Komm, muss ich's doch mit dem Raketwerfer machen, ja? Das ist mir doch ein bisschen zu krass. Nee, muss ich doch nicht. Oh, okay. Das sind Tapir oder was? Komm her, ich brauch dich. Als er mit dem Scheiß. Okay. So, das sind... Was sind das denn? Ich weiß jetzt nicht, ob das Tapire sind. Aber ich probier's einfach mal. Wir probieren das mal. Das wäre natürlich super. Da muss ich nämlich nicht noch mehr extra laufen. Komm schon. Ah, ich glaube schon. Ja, wie cool ist das denn? Das andere müsste ja wunderbar hier liegen. Dann geht das doch ein bisschen schneller als gedacht. Super. Dann haben wir nämlich... Moment, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, was wir alles brauchen. So. Weil, dann haben wir nämlich schon mal das Büffelfell. Muss ich gerade abhaken. Und hier... Den Köcher. Dann habe ich mir angeguckt, wir bräuchten auf jeden Fall viermal ein Dingo-Fell. Und auf jeden Fall noch zwei Hirsche. Das brauchen wir definitiv. Aber ich gehe jetzt hier erstmal zurück, weil ich habe da nämlich ein Relikt gesehen auf der Karte und das will ich doch gerade mal mitnehmen. Müsste doch eigentlich da unten gleich sein, oder nicht? Wo war es denn jetzt? Da unten. Genau, hier lang. Ach, Scheißdreck. Wunderbar. Hier haben wir doch mal eine Kiste irgendwo, oder? Nee, da nicht. Ah, komm schon. Da ist eine. Perfekt. Und auf dem Dach, oder was? Ja. Wahrscheinlich unterhalb. Nee, doch nicht unterhalb. Gut. Bin ich ja auch richtig bei dem... Ja, ich wollte schon sagen, hier ist doch... ein Relikt. Ja, hier ist es doch. Wunderbar.
hier, das bringt uns auch schöne Erfahrungspunkte und dann noch hier die Kiste, komm her. Okay, eine Doggy Bag. Gut, dann stelle ich uns doch erstmal hier kurz das Zeug her. Dann haben wir das schon mal geschafft. Medizin? Nee, kann ich nicht machen. Spritzentasche geht nicht, gell, weil wir, ja, ein schwarzes Pantherfell brauchen. Natürlich. Nein. Ein Pfeilköcher will ich machen. Yes. Ein Bärenfell. Wir brauchen noch ein Bär. Gut. Hier, Munitionsbeutel hatten wir noch. Perfekt. Oh, und hier Tigerfell können wir gerade weitermachen. Perfekt. Was ist das hier? Ah, Fell des goldenen Tigers. Na, klasse. Brieftaschen, was brauchen wir da? Fell des Einhorns. Noch besser. Hier im Beuterucksack. Wir brauchen dafür 4x Dingo. Und, ja, das können wir natürlich nicht. Munitionsbeutel haben wir voll. Wurfgeschossbeutel. 2x ein Hirsch. Das heißt, erst... Also, einmal brauchen wir noch für den anderen Köcher einen Bären. Schreibe ich mir gerade mal auf. Gib mir mal eine Sekunde. Einmal Bär. Alles klar. Weil, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal das Dingofell holen. Hirsche und ein Bär. Wo war denn ein Bär? Ich habe hier doch eben noch einen gesehen. Das weiß ich ja da unten. Perfekt. Aber leider ein bisschen weit weg. So, und da brauche ich noch ein Dingo. Dingo war doch hier irgendwo in der Nähe. Das weiß ich auch noch. Da sind Hirsche, das ist auch gut. Dingo, wo wart ihr? Ich habe euch doch eben noch... Ja, genau, da oben. Da ist ein Dingo. Und da können wir hin. Ja. Das Witzige ist, wir brauchen von diesen Scheißfällen 4 Stück. Von den Dingern brauchen wir 4 Stück, damit wir einen starken Rucksack haben. Oh Gott, das kann ja noch echt heiter werden. So, wo lang? Hier. Wenn wir denn nicht sterben. Das ist ja die Voraussetzung. Aber ich werde erstmal kurz speichern. Weil falls wir dann nämlich verrecken sollten, das kann ja immer mal passieren, da haben wir wenigstens schon mal das ganze Zeug. Wäre schade, wenn wir das dann auf einmal verlieren würden. Das ist so ein weiter Weg hier. Aber ich mag dieses Open-World-Game. Definitiv. Ich habe mir auch überlegt, ich werde das Spiel definitiv auf 100% zocken. Das heißt, wir werden nach dem Jagen wieder mit der Story weitermachen. Und dann werde ich ab und an einfach mal diese... Zeige ich euch diese Fun-Mission hier machen. Wo ist es? Hier da oben. Und das immer mal so im... Scheiße. Das immer mal so im Wechsel... Wenn wir das dann haben, werde ich immer wieder nach und nach die Mission machen, ist ja klar. Wenn die dann irgendwann fertig sind, dann spiele ich das Spiel auf jeden Fall auf 100%. Also komplett auf 100%. Mein, wenn schon, dann richtig, oder nicht? Naja. Es wird Nacht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Außerdem blendet die Sonne irgendwie hinten auf meinen Fernseher. Das nervt mich doch am meisten. Scheiße, ey. Dreck. So. Jetzt brauche ich auf jeden Fall... Sind hier irgendwo welche? Das ist scheiße, dass es jetzt Nacht wird. Ich bin hier aber richtig, gell? Ja, so weitgehend. So weitgehend, oh nein. Ah, toll. Autsch. So weitgehend bin ich richtig. Aber trotzdem, von den Viechern, abgesehen von dem Gegner da hinten, keine Spur. Hier sind mir auch zu viele Gegner, um ehrlich zu sein. Ist das da hinten eins? Yep. Aber nur einer, oder was? Ne, 2. Aber ich glaube, das ist ein Wildschwein. Ja, es ist auch ein Wildschwein. Alter. Wie komme ich da jetzt hoch? Ja, gut, dass ich mich hier versteckt habe. Unweigerlich. Ja, die laufen jetzt zu viel Kontrolle hier, die Gegner. Das ist echt nicht gut. Da ist doch noch einer, oder nicht?
Alter, nein. Da ist auf jeden Fall ein Bär. Das ist schon mal gut. Jetzt sag nicht, dass das da hinten auch ein Kackschwein ist. Hi. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Sind das Wildschwein oder was? Ah, ich bin viel zu weit weg. Aber da hinten ist ein Bär. Das ist echt super praktisch. Da sind noch mehr, gell? Ja, natürlich. Natürlich. Stirb! Ach, Dreck! Mist! Ich will meinen Pfeil wieder haben. Verdammt. Post für dich! Da ist auf jeden Fall der Bär. Angriff! Okay. Komm. Arschloch. Fuck! Komm doch. Mist! Ich hau ab. Wir sind in einer halben Minute da. Nein. Ich hau ab. Scheiße. Ah. Wir kommen aus Westen. Wo ist Westen? Was mit dem? Liegt der jetzt da oder was? Hier. Ah, ich schalte dich einfach hier mit dem Köcher aus. Danke. Ach, jetzt kann man doch von den Munition knackern, oder was? Ist das Gegner? Ich take down dir. So. Da. Tap hier. Da ist das Schwein, gell? Oder ist das vielleicht ein Tap hier? Ich weiß es jetzt gar nicht. Dingo, Entschuldigung. Nee, natürlich ein Schweinsleder. Wie komme ich denn auch da drauf? Ich bin hier bei den Schweinen gelandet. Was ist das denn? Alter. Gibt's doch gar nicht. Vielleicht haben die Entwickler sich auch einfach nur mit dem Bild vertan. Das kann ja auch sein. Kann ja mal vorkommen. Ja, drauf geschissen. Wir holen uns die Hirsche. Ach, komm noch mal. Wir holen uns die Hirsche und müssen natürlich in Feindgebiet. Ist klar. Nachladen hier. Scheiße, ich dachte, das wäre ein Billo-Job. Dachte ich, wäre das, aber nö, Quatsch. Gibt's hier nicht. So. Wir müssen jetzt nochmal. Das letzte Mal haben wir die Hirsche ja nicht gekriegt, weil wir, irgendwie mittendrin keine Munition mehr hatten. Aber ich denke, jetzt wird das besser funktionieren. Also denke ich zumindest. Ja, es ist jetzt die Sache, ob die jetzt... Das wäre natürlich doof, wenn es jetzt Nacht ist und die schlafen. Das kann nämlich gut sein. Das wäre natürlich ätzend.
Nee, die müssen hier sein, wenn dann. Na komm. Huah.